So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal fahren wir durch Österreich, dann die Schweiz in die Alpen und dann Deutschland. Alles ein bisschen zusammengefasst. Okay, wir lassen gleich los. Da bin ich durch Wien gefahren und jetzt bin ich schon wieder raus. Da kam eine Brücke in Wien, 360 angeschrieben, bin hingefahren, Kamera eingeschaltet auf dem Dach und gesehen, ich habe noch Platz mit meinen 380 und bin da unten durch. Ja, jetzt bin ich unterwegs zum Oetschger. Jetzt fahre ich dann gleich den Oetschger runter. Und so schnell ist man wieder Offroad unterwegs, zu einem Bach runter. Ja, wieder Offroad. Sogar in Österreich möglich. Ist also kein Fahrverbot. Weiter. Eine Nacht habe ich da im Wald geschlafen. Offizielle Straße. Und jetzt geht es auf der anderen Seite eigentlich runter. Am Oetschger. Fast wie in Bulgarien. Sehr steil geht es runter. An den Felswänden. In der Schlucht. Ah, da unten ist ein Parkplatz. Wunderschönes, klares Wasser. So, jetzt bin ich bald in der Schweiz, fast durchgefahren. Habe noch in Memmingen übernachtet, mich noch getroffen mit jemandem, noch einkaufen gegangen und jetzt fahre ich dann gleich über zwei Grenzen, wie immer, ohne Test. Das wird schon gut gehen. Und da, wie ihr seht, es blinkt, und zwar Motordiagnoselampe, zwar wegen AdBlue. Ich habe kein AdBlue mehr, ich wollte in Memmingen eigentlich tanken, schon da hat es geblinkt, etwa 50 Kilometer, aber die Zapfsäule wollte einfach nichts hergeben
Und jetzt war ich so in die Schweiz und bis jetzt läuft er ganz normal. Ich weiß nicht, ob er in ein Notprogramm geht oder ob er einfach jetzt so weiter fährt. Wäre eigentlich interessant, das noch länger durchzuziehen. Mal schauen. So, jetzt war ich da an den Zoll von Deutschland nach Österreich, fahre da hin, aber da steht niemand, man kann da einfach durchfahren, kein Problem. Nächster Zoll, keine Kontrolle. So, da bin ich in Herisau. Guckt mal die Rehe an, jung. Für ein paar Tage und dann bin ich weiter nach Obersachsen ins Bündnerland, also in der Schweiz. Hab da einen Freund besucht, der da ein Ferienhaus hat. Und bin da auch 2-3 Tage geblieben und hab diesen wunderschönen Bach entdeckt. Unterwegs in der Schweiz, wie ihr seht, ich fahre jetzt da runter ins Walstal, ein sehr schönes Tal angeblich, mit engen Felsen. Ich hoffe, es ist keine Beschränkung, weil wir sind ja in der Schweiz. Schöne Piste. Die Motorbremse ist super. Ich kann eigentlich alles fast mit der Motorbremse abbremsen, obwohl es sehr, sehr steil runter geht. Auch der Wenderadius ist genial am Mario. Problemo. Da kommt wieder eine 180 Grad Kurve. Aber das geht locker. Ja, viel besser wie beim Alten. Da seht ihr mal den Unterschied zwischen Bulgarien und Schweiz. Alles top ausgebaut. Ja, und hier geht es in eine Galerie rein. Alles bombensicher gemacht. Das macht man übrigens wegen Steinschlag, damit nicht ein Stein aufs Auto knallt. Einfach Sicherheit. Ja. Aber das kostet du. Oh, da ist wieder mal ein Bagger. Oh nein, ein Meer.
So, jetzt schauen wir mal so einen richtigen Bergfluss an. Also wenn da Vollgas kommt, ist da alles voll. Fantastisch, das ist glaube ich die Walz. Wir sind ja im Walztal. Es ist Wahnsinn. Und wenn da Wasser kommt, ihr seht, dann geht es hier ab. So, jetzt erreichen wir den Fluss. Eile ist übrigens im Urlaub bei meiner ältesten Tochter. Jetzt bin ich nur mit Angie unterwegs. Habe ich ein bisschen nachgerüstet. Ich habe ein Reifendruckkontrollsystem und eine Dashcam installiert. Super Sache. Reifendrucksystem für 50 Euro von China. Funktioniert sogar für 6 Reifen. Hat sogar Solarladung. Ich brauche kein Kabel anzuschließen. Ich bin jetzt ganz schnell nach Österreich rüber zum Tanken für 1,189 ist am günstigsten und da ist gerade ein Wasserschlauch. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann fülle ich doch gleich auf, weil da muss ich nichts rausholen. Ich zeige euch noch meinen neuen Schlauch zum Entleeren oder hier sehe ich auch das Niveau, ihr seht, es steigt langsam. Einfach ein Schlauch von unten beim Ausgang des Tanks und hier habe ich einen Hahnen, da mache ich dann zu, jetzt aber muss auf sein und ich kann auch so den Tank entleeren, wenn ich den Schlauch einfach runter mache, dann kann ich den Tank entleeren oder eben jetzt zeigt es mir schön das Niwan. Neben der Elektronik ist das eigentlich fast noch besser. Ja, der Verbrauch habe ich jetzt auch noch ausgerechnet, ich bin mit 199 Liter, bin ich jetzt genau 1112 Kilometer gekommen. Das sind 17,9, glaube ich, 17,8 Liter auf 100 Kilometer. Also 18 Liter braucht er eigentlich generell, außer man ist in den Bergen. Da habe ich das letzte Mal 19 Liter verbraucht im Schnitt. So, ich bin jetzt hier an der billigsten AdBlue-Tankstelle, die ich kenne. Ich hoffe, ihr hört mich an der Autobahn, und zwar an der Raststätte Thurau, auf der A1 von St. Gallen Richtung Winterthur. Und hier ist der billigste AdBlue, den ich jemals getankt habe, schon vor 3 Monaten einmal. Das zeige ich euch jetzt. Beim Vario mit Euro 5. Es kommt hier das AdBlue rein, da geht 18,5 Liter rein. Dann hier habe ich noch eine Reserve. Jetzt endlich mal gefüllt und jetzt schaut euch mal den AdBlue-Preis an. Ich habe jetzt 15,4 Liter für 5 Franken oder der Liter 33 Rappen. Das sind etwa knapp 30 Cent. Also nicht alles ist teurer in der Schweiz. So, ich bin wieder unterwegs, nachdem ich ja da in den Bergen war, und bin ich wieder zurück nach Herisau, da bin ich 5 Tage gestanden und jetzt geht's nach Deutschland und zwar nach Hüfingen zu meinem alten Homebase, wo ich früher viel war, mein Stellplatz. Ja, da war ich jetzt, ja, glaube seit 3 Jahren nicht mehr da, aber früher stand ich da viel, wenn ich nicht auf Reisen war, dann ging ich immer dahin. Und jetzt mal schauen, ob die mich da stehen lassen ohne Test und Impfung und all das Zeug. Das muss ja eigentlich gemacht werden. Aber ja, wir werden sehen. So, ich bin auf dem Stellplatz angekommen, alles gut, kein Test. Aber teurer ist er geworden. Und hier dieser Fluss,
hat ein bisschen mehr Wasser wie sonst. Aber hier ist Angie als kleines, was war sie, 6 Wochen altes Poppy durchgelaufen, weil die Mutter vorausging und die 4 sind dann hinterher. Ich dachte schon, die schwemmt jetzt dann runter. Aber ich habe mich da nicht eingemischt, weil ich gesagt habe, die Mutter weiß schon, was sie macht. Und das hat auch gut geklappt. Ist zu sehen in einem Video, damals Welpen im Wohnmobil, ich weiß nicht mehr in welchem, aber ja, wenn ihr Lust habt. Tja, jetzt bin ich in Donaueschingen, wo die Brieg und die Breg zusammenkommt und dann bildet sich die Donau und hier sind sie dran, die Renaturalisierung zu gestalten und das ist Wahnsinn, was die da machen. Und zwar hier ist alles anders wie früher. Der Fluss war früher da drüben und jetzt da konnte man früher rüber. Da haben sie jetzt einen Durchgang gemacht. Zur, ich glaube, das ist die Breg rechts und links die Breg oder umgekehrt. Ja, und ab da vorne ist dann die Donau, da geht sie los und kennen wir ja aus Rumänien und Bulgarien, Wahnsinn. Und hier ist eigentlich der Ursprung, ja. Ja, ein riesen Aufwand hier, da haben sie alles neu gebackert, bis nach hinten. Ich meine, ja, das braucht auch viel Energie oder CO2, da fragt man sich echt. Natürlich ist es schön dann schlussendlich. Hallo zusammen, ich bin hier unterwegs Richtung Köln und dann bin ich gestern hier hängen geblieben, weil auf dem Parkplatz, wo ich stand und was besorgte, ist mir dieser Mann begegnet da. Der hat hier eine Waschstraße in Bad Dürheim und der hat Sandbleche für mich zu einem super Preis und darum habe ich jetzt einen Tag länger gewartet und wenn ihr mal die Karre waschen müsst, dann Bad Dürheim da im Industriequartier. Dann besucht ihn doch. Er war früher viel in Afrika, Tunesien, Naturen angeboten. Ja, und jetzt ist er halt da, verdammt, um zu arbeiten, wenn man so will. Aber er will irgendwann auch mal aufhören. So, okay, das zur Info. Ich bin immer noch unterwegs. Jetzt bin ich bald Höhe Mainz. Und auf der Raststätte, da hat es immer so feine Sachen. Hä? Die findet da immer wieder so leckere Knochen. Übrigens die Spitze, die lässt sie liegen. Sie zerbeißt ihn, was geht, und der Rest bleibt da. Na, seht ihr, das Spitzige bleibt liegen, das schluckt sie nicht. So, seit 4 Tagen bin ich da in der Pfalz. Da könnt ihr mal gucken. Vielleicht erkennt ihr es. Ich weiß selber nicht, wie die Dörfer heißen. Aber im Gegensatz zu Bulgarien ist hier einfach alles verbaut. Oder Landwirtschaft. Es gibt eigentlich praktisch kein Grün mehr. Außer gerade hier vor mir ein bisschen. Aber nie so wie in Bulgarien. Und dahinter all die Windräder. Gibt es auch nicht in Bulgarien oder Rumänien. So, wir sind in Bingen. Nähe Bingen. Beim Bismarckturm. Und da unten ist der Rhein. Ja, leider ist der geschlossen, der Bismarckturm, infolge Corona-Pandemie. Das muss ja hier deftig zu und her gehen hier drin. Das ist ja extrem, diese Pandemie. Ja, jetzt müssen die natürlich immer noch alles schließen, weil sonst geht man da hoch und steckt sich extrem an. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also wir müssen unterbleiben, leider. Aber ist nicht schlimm. Ach, ist das schön.
Jeden Morgen sind wir unterwegs, suchen immer die Natur. So, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier wohnt die Familie Opel. Opel hat in den 30er Jahren Opel verkauft an GM, General Motors. Ja, ich glaube, das ist hier anwesend. Wieder neue Morgen, wieder unterwegs. Und was sehen wir da? Eine Ruine. Was war das? Da. Ein Turm. Also es war ein Zollturm um das Jahr 1000. Interessant. Ja? Aha, und hier musste man durch. Über die Brücke, weil da vorher der Bach durchging, rechts, aber jetzt nicht mehr. So, ich bin auf dem Hügel oben. Schöne Landschaften. Da hinten ist Bubenheim und das ist Schneidheim. Da unten steht auch mein Camper. Ja. Alles schön geordnet, diese Rebberge. Fantastisch. Überhaupt die Felder, alles picobello, deutsch halt. Und die Krähen, die leben hier im Überfluss. Ey. Keine natürlichen Feinde, viel Futter. Hat ganz viele, ich weiß nicht, was die essen. Hoffentlich die Trauben. So, ich bin jetzt nähe Andernach, Arnheim, aber oberhalb, so schön in der Natur, haben super Platz. Und jetzt bin ich wieder mit dem Bike zum Einkaufen, über 10 Kilometer. Und hier ist ein Mennonitenfriedhof. Die Mennoniten haben sich hier niedergelassen. Das ist ja eine Glaubensgemeinschaft. Unterdessen ist sie ausgestorben. Und hier haben sie noch einen Friedhof. So um den 1827 sind sie hergekommen und haben das Land bewirtschaftet. Ich war schon vor 2 Jahren mal hier, kann man im Blog lesen, ungefähr. Ja, interessant. Schöne Gegend hier. So, einkaufen erledigt, 15 Kilometer hin und zurück. Und da seht ihr mein Camper. Und er passt sich so langsam der Farbe an. So, das war es wieder. Die nächste Fahrt, morgen, Montag, fahre ich nach Remagen. Und ja, ihr werdet dann da von mir hören. Ich mache da ein Video. Und ja, ansonsten gehe ich noch einen Freund besuchen in Gütersloh oben. Und nachher weiß ich noch nicht, wohin. Mal schauen. Ja, jetzt habe ich auch endlich das Tonproblem rausgefunden. Das ist dieser Stecker. Der ist mir kaputt gegangen. Und dann habe ich einen gekauft in Bulgarien in einem Laden, aber halt nicht original. Und ja, wenn ich den einstecke, dann habe ich genau das Problem vom Ton. Gut, jetzt habe ich es rausgefunden und so lange wird halt ohne Mikrofon, aber ihr hört mich ja trotzdem. Ja gut, und 3 Gewinner vom Wettbewerb von der Caravan Life haben sich schon gemeldet. 2 müssen sich noch melden, also ich habe zwar gesagt eine Woche, aber ich verlängere nochmal um eine, weil es doch 2 sind. Und manche halt nicht gleich das Video anschauen und die müssen auch eine Chance haben. Okay, also meldet euch ihr 2. Die Gewinner, die stehen im letzten Video, im Text unten beim Video. Meldet euch bei mir und dann kriegt ihr die Tickets. Okay, schön wart ihr wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.